Herr Präsident, lieber Alois Glück, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute hier bei Ihnen zu sein, bei einem Thema, das uns miteinander wichtig ist, verbindet. Ich freue mich, erstens den Tag in Bonn mal zu beginnen. Freuen sich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich nicht nur in Berlin den Tag beginne, sondern heute am Dienstsitz in Bonn. Und ich freue mich auch, in viele vertraute Gesichter zu schauen, nicht nur aus dem Raum der Politik, wenn ich zu Paul Magnino sehe, der mir als BDKJ-Bundespräses in meiner Zeit als Bundesvorsitzender der Jungen Union begegnet ist, unter an seiner Seite Karin Kortmann als die damalige BDKJ-Bundesvorsitzende, die mir gerade ihren ihren Nachfolger vorgestellt hat, dann schaue ich sehr gerne in diese Runde. Lieber Alois Glück, die Begrüßung war freundlich. Ich möchte Sie an einem Punkt fast ein bisschen korrigieren. Sie haben gesagt, ja, vielleicht haben Sie ein bisschen die Debatte losgetreten. Nach der Bundestagsdebatte ist mir nämlich genau diese Frage gestellt worden, von denen, die da nicht sicher waren, wie schätzt man jetzt Mehrheitsverhältnisse ein? Und die Meinungsbildung ist in vollem Gange und es sitzen Kolleginnen und Kollegen, und das ist doch richtig so auch da, die bilden sich im Prozess dieser Diskussion ihre Meinung erst, andere bringen ihre Standpunkte gefestigt ein. Das ist keine Debatte, die das ZDK, die die Politik lostreten kann, sondern meiner festen Überzeugung nach ist sie dran. Der Umstand, dass das Schicksal einer jungen Amerikanerin, die in einen anderen Bundesstaat zieht, um dort einen ärztlich assistierten Suizid vorzunehmen, weltweit Nachrichtenqualität hat, zeigt, dass jedenfalls in den westlich geprägten Ländern, die durch enormen medizinischen Fortschritt, der manche Frage erst aufwirft, die durch eine Individualisierung von weltanschaulichen Positionen und damit auch der Frage, wie eine Gesellschaft mit dem Sterben umgeht, einer Unsicherheit, ob es darauf eigentlich eine Antwort der Gesellschaft gibt, auch eine verbindende Antwort, diese Debatte scheint ja dran zu sein. Denn sie wird, ob es in Australien ist, in Kanada, in den USA, im Rheinland denkt man mit einem gewissen Sorgen an die Prägung der Debatte aus den Niederlanden, aus Belgien. Sie wird in vielen westlichen Gesellschaften geführt. Und ich glaube, Politik, aber auch Kirche täte ganz Unrecht daran, wenn sie sagt, wir haben ja gute Regelungen oder wir machen das und das vernünftig. Also brauchen wir diese Debatte nicht zu führen. Die Debatte ist da und wir haben sie zu führen. Und der Bundestag, das würde ich auch so sagen, hat sie in großer Ernsthaftigkeit geführt. Er nimmt sich Zeit dafür. Deswegen Orientierungsdebatte, deswegen im Frühjahr des nächsten Jahres dann sogenannte Gruppenanträge. Wir wissen noch nicht, wie viele es werden, in denen sich Abgeordnete jenseits einer Fraktionsmeinung, übrigens auch jenseits einer Regierungsmeinung, deswegen beteiligt sich der an den strafrechtlichen Debatten, nicht der Bundesgesundheitsminister, der wäre gar nicht zuständig, sondern der Bundesjustizminister, sondern der Abgeordnete. Anhand dieser Gruppenanträge werden wir dann erst nach der Sommerpause 2015 abstimmen im Deutschen Bundestag. Eine Debatte also, die meiner festen Überzeugung nach dran ist, für die wir uns Zeit nehmen müssen, die zum Teil sehr hitzig geführt wird, auch mit Hinweis darauf, dass die Bevölkerung drängt auf Regelungen, die jedenfalls vordergründig eine Liberalisierung zu fordern scheinen. 70%, je nach Umfragen, die sagen, aktive Sterbehilfe müsse möglich sein, bei zum Teil sehr unterschiedlichen Vorstellungen, was denn damit gemeint ist. Also eine Debatte, der wir uns zu stellen haben. Wie wollen wir in unserer Gesellschaft, was schulden wir im Kern Schwerstkranken, was schulden wir Sterbende? Wo ist prägend das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, ein hohes Gut unserer freiheitlichen Verfassungsordnung? Wo ist die Schutzpflicht des Staates für das menschliche Leben? Wo gibt es weltanschauliche Pluralität? Wo gibt es einen gesellschaftlichen Konsens? Es hat mich, ich erlaube mir das sogar in öffentlicher Debatte zu sagen, neulich noch einmal angerührt, als ich mit Kollegin Andrea Nahles über den Tod ihres Vaters in einem kleinen Eifeldorf sprach, in welcher Weise dies auch von der Dorfgemeinschaft, von der katholisch geprägten Dorfgemeinschaft begleitet
und damit der Familie Stütze zuteil wird. Lebensrealität in einem kleinen, von großer religiös-weltanschaulicher Gemeinsamkeit geprägten Gemeinschaft möglich ist. In Berlin gibt es im Zweifel für solche Fragen keine Mehrheitsprägung, keine sozusagen gleichsam Norm wie Begleitung der Familie vor und nach dem Sterben auszusehen hat. Was schulden wir in unserer Gesellschaft Menschen, die schwerst krank sind, Sterbenden, ihren Angehörigen? 1982 hat der Soziologe Norbert Elias ein nachdenklich stimmendes Büchlein veröffentlicht über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen. Und ich will daraus nur ganz wenige Dinge zitieren. Es gibt in der Tat viele Schrecken, die das Sterben umgeben. Was Menschen tun können, um Menschen ein leichtes und friedliches Sterben zu ermöglichen, bleibt noch herauszufinden. Die Freundschaft der Überlebenden, das Gefühl der Sterbenden, dass sie ihnen nicht peinlich sind, gehört sicher dazu. Ende des Zitats von Norbert Elias. Und ich glaube, das geht ein auf diese Unsicherheit, auf diese Ängste, auf die Fragen, was schulden wir Schwerstkranken und Sterbenden? Und adressiert ja ganz stark ein Gefühl, das leider in der heutigen Debatte immer wieder eine Rolle spielt. Wenn Menschen sagen, ich will anderen nicht zur Last fallen, dann schwingt dieses, bin ich dann im Zustand der Hilfsbedürftigkeit, anderen nur noch eine Last, nimmt mir das etwas von meiner Menschenwürde? Denn diejenigen, die rufen nach aktiver Sterbehilfe, wenn man mit ihnen näher spricht, wenn man mit Angehörigen, Mitarbeitern in der Hospizarbeit, Palliativmedizinern spricht, die mit solchen Todeswünschen konfrontiert wurden, dann wird ja häufig sehr klar gesagt, es geht nicht um die Frage, dass Menschen den Tod herbeisehnen, sondern dass sie ein Signal senden, so nicht leben zu wollen. Oder dass sie Angst haben, Angst, die vor allen Dingen die Angst, allein zu sterben oder unter unerträglichen Schmerzen zu sterben, zum Inhalt hat. Und deswegen, glaube ich, ist unsere erste Aufgabe, und ich habe mich darüber gefreut, dass bei allem sowieso sachlich geführten Streit um Strafrechts- oder Zivilrechtsnormen, das eine große Gemeinsamkeit in der parlamentarischen Debatte war. Das, was wir zuallererst schulden, Schwerstkranken und Sterbenden, ist menschliche Zuwendung und bestmögliche pflegerische und medizinische Versorgung. Und da haben wir viel erreicht, aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und ich würde, was die Akteure angeht, lieber Alois Glück, sogar sagen, es war gar nicht so, dass politisches Handeln der Ergänzung aus der Zivilgesellschaft gleichsam bedurfte, sondern man muss umgekehrt sagen, die Zivilgesellschaft ist in Form der Hospizbewegung ja vorangegangen, hat Dinge gemacht, ohne dass schon klar war, gibt das eine Abrechnungsposition irgendwo, sondern hat losgelegt und eigentlich Schritt für Schritt die Politik davon überzeugt, dass es eben zwar eine gute Verortung im zivilgesellschaftlichen Engagement haben kann, aber nicht davon abhängig sein kann, ob in einem Ort Angebote entstehen, ob dort entsprechendes Engagement, Finanzkraft und vorhanden ist, sodass dann eine zunehmende Verrechtlichung und auch entsprechende gesetzliche Leistungsansprüche geworden sind. Und insofern hören wir auch im Blick auf das, was jetzt weiter ausgebaut werden muss, natürlich sehr aufmerksam diesen Aktiven zu. Das war ein guter Abschluss der letzten Woche nach der Bundestagsdebatte in meiner eigenen Heimatstadt, in einem aus einer katholischen Schwesternschaft hervorgegangenen Hospiz, das jetzt noch mal rund erneuert und erweitert wird, und habe dort mit zwei Schwestern, mit dem Palliativmediziner, mit Ehrenamtlichen, mit einer Hauptamtlichen dort gesprochen, hinhören, was dort ansteht, was man sich wünscht. Lassen Sie mich bewusst beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen weiteren Gedanken aufgreifen aus der Bundestagsdebatte, bevor ich zum Strafrecht, aber auch zu einzelnen Maßnahmen der Palliativ- und Hospizarbeit komme. In einem Papier, und es gibt jetzt verschiedene Positionspapiere mit großen Gemeinsamkeiten, in einem Papier der Kollegin Renate Künast, Petra Sitte und weiteren, wurde davor gewarnt, und ich weiß sehr wohl, dass das
ja auch ein bisschen auf meine Positionierung zielt, religiöse Überzeugungen in einer pluralen Welt zum Maßstab strafrechtlicher Normen zu machen. Und das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft keine unberechtigte Mahnung. Ich empfinde, dass dahinter ein Vorwurf versteckt wird, den ich als Unterstellung betrachte, aber zunächst gilt, in einer säkularen Rechtsordnung ist das Strafrecht das schärfste Schwert, und das Strafrecht kann nicht in den Dienst genommen werden für Glaubenswahrheiten, für religiöse Überzeugung. Und deswegen sage ich gleich vorneweg und bewusst auch in diesem Rahmen, motiviert bin ich in dieser Debatte auch und ganz wesentlich durch meinen christlichen Glauben, durch meine Überzeugung, dass menschliches Leben Geschenk Gottes ist und damit auch zu unserem eigenen Schutz ein gutes Teil unserer eigenen Verfügungsgewalt entzogen. Das motiviert mich. Der Inhalt meiner Strafrechtsvorschläge wird aber bestimmt durch die Lebensschutzorientierung der grundgesetzlichen Rechtsordnung. Für die bin ich als Christ dankbar, aber die ist sozusagen, wenn Sie es wollen, das Argumentationsmaterial, auf dessen Grundlage ich der Überzeugung bin, dass wir in Anerkennung der weltanschaulichen Pluralität in unserem Land gleichwohl der Lebensschutzorientierung unserer auch weltlichen Rechtsordnung nachdrücklich in diesem Konflikt Geltung verschaffen müssen. Das ist für mich wichtig, weil damit selbstverständlich gilt eine Einladung an all diejenigen, die bewusst nicht religiös argumentieren, wie das in großer Deutlichkeit der Präsident der Bundesärztekammer tut und sagt, ich spreche als Mediziner und ich bin nicht geprägt durch eine religiöse Überzeugung, aber auch durch andere Religionen, andere religiöse Überzeugungen. Vor kurzem hat mir der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland nochmal einen Dank für diese Positionierung zugerufen, er teilt diese Auffassung. Also mich motiviert der Glaube, und ich erlebe es ja an vielen Orten, dass Christinnen und Christen dadurch motiviert werden, für das Leben auch in schwierigen Situationen einzutreten. Aber es geht nicht, und diesen Vorwurf empfinde ich danach gerade als Unterstellung, darum, gleichsam das Schwert des Strafrechts zu führen, um Glaubenswahrheiten, um einer Glaubensüberzeugung gegen die Pluralität unserer Weltanschauung zur Geltung zu helfen. Wenn es um das geht, worum es uns motiviert, muss die Reihenfolge meiner festen Überzeugung nach klar sein. Erst die Hilfe, erst die Begleitung. Und daraus erwächst meiner festen Überzeugung nach auch erst die Glaubwürdigkeit für die normative Positionierung. Und insofern freue ich mich, wenn aus kirchlichem Mund nicht nur gesagt wird, du sollst oder du sollst nicht, sondern konkret das Tun zu erleben ist. Vor einem Monat habe ich in Berlin im traditionsreichen Hedwigskrankenhaus, katholischen Hedwigskrankenhaus, dem lange Zeit einzigen katholischen Krankenhaus in Ost-Berlin, eine neue Palliativstation eröffnet. Ich glaube, solches Tun ist notwendig, damit Reden, ob es Reden der Politik oder der Kirche ist, nicht sozusagen blutleere, menschenferne, normative, politische Ansprache ist, sondern wirklich etwas im Leben der Menschen bewirken kann, auch Ängste nehmen kann. Und da ist eben die Palliativmedizin, die Hospizversorgung nicht gleichsam ein Unterpunkt einer Rechtsordnung, sondern sie ist der zentrale Auftrag, aus dem heraus sich erst andere Positionen rechtfertigen. Palliativmedizin, bei Katholiken darf man Lateinkenntnisse voraussetzen, bei einem ZDK-Präsidenten aus Bayern mit der Liebe zur Altphilologie sowieso, also ummänteln, mit einem Mantel umhüllen, palliare. Die Palliativstation in St. Hedwig heißt passend St. Martin. Der Mantel, der umhüllt. Das ist etwas, das nicht nur eine ganz wichtige Zuwendung zu Schwerstkranken und Sterbenden ist. Meiner festen Überzeugung, und auch deswegen bin ich übrigens so für den Ausbau der Palliativmedizin, ist es auch etwas im wahrsten Sinne des Wortes Heilsames für die Medizin insgesamt. Die Palliativmedizin ist sicher ein Wechsel der Perspektive. Da ist nicht mehr der kurative Heilungserfolg
im Mittelpunkt. Die Zielrichtung des medizinischen Handelns ändert sich. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass auch die kurative Medizin, die auf Heilung setzt, von dem Blick auf die ganzheitlichen Bedürfnisse Schwerstkranker und Sterbender etwas lernen kann. Und insofern Palliativmedizin Grundgedanken formuliert, die weit über das hinausgehen, was im engeren Sinne Schwerstkranken und Sterbenden Begleitung ist. Wir sind in der Palliativmedizin in den letzten Jahren weitergekommen, als vielen bewusst ist. Ich will das ausdrücklich sagen, nicht um die Lage schön zu reden, wenn wir über Defizite reden. Aber wenn ich in einer Nachrichtensendung einen geschätzten Bundestagskollegen sagen höre, es muss doch möglich sein, ein Schmerzmedikament zu geben, selbst wenn es das Risiko einer Lebensverkürzung beinhaltet, dann sage ich, willkommen in der Realität, das haben zuletzt 2011 noch einmal die Bundesärztekammer beschlossen. Das ist, auch das fand ich bemerkenswert, auch jetzt noch mal von der Bischofskonferenz gesagt worden. Also das schwerste schmerzstillende Medikamente, vor allen Dingen über ihre Kreislaufbelastung, auch lebensverkürzende Nebenwirkung in Kauf nehmen darf, ist heute juristisch, ethisch, medizinisch unumstritten. Es ist Gegenstand der Richtlinien der Bundesärztekammer, aber es ist nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und deswegen ist eine der Aufgaben, die wir alle miteinander gemeinsam haben, und wir wollen diesbezüglich auch einen Rechtsanspruch der Versicherten auf individuelle Beratungen gegenüber den Krankenkassen verankern, ist es ganz wichtig, hier bestmögliche Beratung zu schaffen. Dass wir diese Möglichkeiten haben, und Sie gehen ja, wie viele hier im Saal wissen, bis hin zur palliativen Sedierung, bei der im Kern es ja darum geht, welche Intention hat ärztliches Handeln? Ist die Lebensverkürzung in Kauf genommene Nebenfolge, dann ist es zulässig. Ist sie das Ziel der Medikation, ist sie unzulässig. Allein, dass wir diese Trennung machen, zeigt, in welcher Weise unsere Position, und ich glaube zu Recht, von einem großen Vertrauen in die Ärzteschaft geprägt ist. Denn eine solche Position würde gar keinen Sinn machen, wenn wir nicht von der Grundüberzeugung ausgingen, dass wir den Ärztinnen und Ärzten, den Palliativmedizinern, den Pflegekräften vertrauen, ihrem Auftrag gemäß Schmerzen zu lindern, Leben zu bewahren, gerecht zu werden. Und ich glaube, wir können das, und die vielfältigen Stellungnahmen aus der Palliativmedizin, aus der Medizin insgesamt zeigen, glaube ich, dass sehr verantwortlich mit all diesen Mitteln umgegangen wird. Es gibt dann eine Diskussion. Bei einer Anhörung unserer Fraktion hat der Palliativmediziner Sitte gesagt, es muss heute überhaupt keinen unerträglichen Schmerz mehr geben. Andere sagen, es gibt kleinere Bereiche, da sind wir noch nicht so weit. Aus meiner Überzeugung muss das ein Grund sein, natürlich dort noch besser zu werden, wenn dort nicht nur Lücken in der Zurverfügungstellung, sondern auch in den therapeutischen Möglichkeiten sind. Aber diese umfassenden Möglichkeiten sind heute unter den Palliativmedizinern weithin unbestritten. Und ebenso das segensreiche Wirken der hospizlichen Versorgung, wenn es gerade auch um die Frage geht, Einsamkeit, Familiensituation, Stützung der Angehörigen. Und auch da ist es wichtig, dass wir drüber reden. Ich habe in meiner 7-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Diakonischen Werks in meiner Heimatstadt selbst mit am Aufbau eines häuslichen Hospizdienstes mitgewirkt und da erlebt, wie die Ehrenamtlichen ganz häufig berichteten, dass eigentlich das für sie Traurigste ist, wie spät Familien sie um Hilfe bitten, dass sie dann erst 1-2 Tage vor dem Tod in die Familiensituation kommen und sie sagen, wie viel Hilfe hätten wir sein können, wenn es nicht tabuisiert gewesen wäre, wie eine Aufgabe, wie gleichsam eine Beerdigungsvorbereitung. Was wäre es gut gewesen, wenn wir nicht 2 Tage, sondern 2 Monate vor dem Ableben in die Familiensituation hineingekommen wären? Wie viel hätten wir einfach auch an Entspannung, an Frieden in eine schwierige, angespannte Situation geben können? Dies zu würdigen und auszubauen ist ein zentrales Anliegen. Wir können es in der Diskussion vertiefen. Dazu gehört für mich, dass wir die Förderung der Hospizarbeit aus der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich erhöhen und die entsprechenden Rahmenvereinbarungen regelmäßig anpassen. Dazu gehört für mich, dass wir, und wir werden hier auch verschiedene Projekte bewusst fördern, um da noch besser zu werden, dass wir die Hospizkultur in der Altenpflege insgesamt besser verankern. Es ist ganz wichtig, Palliativmedizin und
hospizliche Begleitung in unsere Altenheime zu bringen, damit nicht in den letzten Lebenstagen dann um einer angemessenen palliativmedizinischen Begleitung willen nochmal eine Rückverlagerung ins Krankenhaus erfolgt, die häufig sowohl für den Schwerstkranken wie für die Angehörigen eine dramatische und bei besserer Verankerung dieser Arbeit in der Altenpflege nicht notwendige Belastung ist. Wir werden in der häuslichen Krankenpflege die palliativmedizinischen Leistungen klarer ausweiten und wir werden auch dies tun müssen in der allgemeinen ambulanten palliativen Versorgung. Da gibt es entsprechende Leistungs- und Abrechnungstatbestände seit dem Oktober des letzten Jahres. Unserer Überzeugung nach müssen insbesondere im Hinblick auf Leistungen dieser Ärzte etwa bei der Vernetzung zur Pflegearbeit, zur Altenpflege weitere Möglichkeiten vergütungsfähiger Leistungen geschaffen werden. Da ist viel passiert. In den letzten fünf Jahren haben sich die Ausgaben für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung in unserem Land verzehnfacht. Das ist die einzige Kostenexplosion, über die ich froh bin. Also sonst schaue ich natürlich mit Sorgen, wenn in der gesetzlichen Krankenpflege, und zwar nicht, weil dahinter stünde, dass es mehr das Leid zunimmt, sondern dann wäre es auch kein Grund zur Freude, sondern weil das zeigt, dass dieses Angebot, weil es richtig ist, weil gerade in besonderen Fällen eine besondere multiprofessionelle Zuwendung, die das psychisch-soziale einbezieht, das onkologische, das schmerzmedizinische, dass dies angenommen wird, dass die entsprechenden Ausgaben entsprechend deutlich in die Höhe gehen. Und so haben wir ein Eckpunktepapier vorgelegt, das weitere Schritte umfasst. Wir werden daraus alsbald einen Gesetzentwurf machen. Wir sind im Gespräch mit den verschiedenen Akteuren der Hospizbewegung, der Palliativmedizin, um weitere Anregungen zu bekommen. Dazu gehört auch die weitere Überprüfung der Regelung des Betäubungsmittelrechts. Da ist schon einiges passiert, aber wir werden weitere Überprüfungen vornehmen. Da geht es vor allen Dingen um den sogenannten Off-Label-Gebrauch, also den Gebrauch von Medikamenten außerhalb ihres Zulassungsbereiches für die besondere den schmerzstillenden Einsatz. Stichworte, die Ihnen zeigen mögen, dass wir dies vorantreiben wollen. Ich komme, und das bewusst nachrangig, zur strafrechtlichen Diskussion. Und da geht es um zwei Dinge und es geht um etwas anderes nicht. Es geht nicht darum, die Selbsttötung insgesamt zu kriminalisieren, wie mancher sagt. Auch das ist mir vorgeworfen worden. Ich sage aber so deutlich, für mich ist es ein Schweigen der Rechtsordnung zu einem Drama, dass wir die Selbsttötung in Deutschland und damit Versuch und Beihilfehandlung nicht unter Strafe stellen. Wenn dies gleichsam, und es gibt solche Töne, zum wahren Freiheitsakt verklärt wird, halte ich das für eine unangemessene Art, über Selbsttötung zu reden. Wir haben in Deutschland 10.000 Selbsttötungen im Jahr, über 100.000 Versuche. Wir wenden zu Recht erhebliche Mittel, nicht zuletzt in der Behandlung seelischer Erkrankungen und Notinterventionen auf, um Suizidprävention zu betreiben. Es gibt keinen Grund, publizistisch dem Suizid gleichsam eine Gasse in diesem Land zu bahnen, sondern es gibt einen Grund, Menschen, die sich nach Selbsttötung sehnen, zu helfen. Das ist, finde ich, eine angemessene Antwort. Aber wahr ist, dass unsere Rechtsordnung dazu schweigt und nach meiner Vorstellung auch schweigen sollte. Und rechtssystematisch gehört zur Straffreiheit der Selbsttötung selbstverständlich die Straffreiheit eines Selbsttötungsversuchs, aber auch die Straffreiheit individueller Selbsttötungshandlung. Und hier will ich kein Sonderstrafrecht für irgendeine Berufsgruppe, auch nicht für Ärztinnen und Ärzte, um das deutlich zu sagen. Es gibt dann das Feld der organisierten Selbsttötungshilfe. Wir haben in der letzten Legislaturperiode über die erwerbsmäßige, das war der einzige gemeinsame Grund, der da in der damaligen Koalition gefunden werden konnte, also auf Gewinnerzielung ausgerichtete, organisierte Angebot. Nicht nur die Medizin, auch die Kirchen haben uns in Anhörungen damals darauf hingewiesen, dass das zu kurz gesprungen wäre.
Und wir haben, deswegen ist es meine Überzeugung und werde ich einen entsprechenden Gruppenantrag unterstützen, dass wir jede Form der organisierten Selbsttötungshilfe unter Strafe stellen sollten. Ich möchte nicht, dass die Hilfe zur Selbsttötung eine öffentlich beworbene Behandlungsvariante in diesem Land wird. Dies würde die Rechtsordnung in ihrem Lebensschutzcharakter insgesamt tangieren, meine Damen und Herren. Es gibt nur einige wenige, die sich hier positionieren und sagen, nein, wir müssen die ausdrückliche, gleichsam qualifizierende Zulassung von entsprechenden Vereinen zulassen. Ich glaube nicht, dass dies im Deutschen Bundestag eine Mehrheit finden wird. Die anderen sagen, ja, vielleicht muss man diese Vereine verbieten, aber brauchen wir nicht eine Liberalisierung, ein Mehr an Rechtssicherheit im Hinblick auf die Möglichkeiten der Ärztinnen und Ärzte, entsprechend Suizidbeihilfe zu leisten. Ich sage sehr deutlich, dass ich das nicht teile. Ich bin froh, dass die deutsche Ärzteschaft mit großer Mehrheit und mit größerer Klarheit im Kern als unterschiedliche Formulierungen der Landesärztekammer vermuten lassen, sagen, Suizidbeihilfe ist keine ärztliche Aufgabe. Dies wird von der Ärzteschaft insgesamt so gesehen. Und das Interessante ist, bei denen, die konkret in ihrem Handeln, etwa in der Palliativmedizin, nah an Schwerstkranken und Sterbenden sind, in noch eindrucksvollerer Mehrheit als bei der Ärzteschaft insgesamt. Und für diese klare Positionierung unserer Ärzteschaft bin ich dankbar. Jetzt haben wir eine Diskussion und lassen Sie mich abschließend dazu kommen und dazu etwas noch sagen, ob es da nicht Ausnahmen, engste Ausnahme geben wird. Und wer wollte sich dieser Debatte verschließen, dass es Lebensdramen gibt? Ich kann mich daran entsinnen, wenige Tage vor einer Sitzung des Rates der EKD, vor einer Reihe von Jahren, in der wir über diese Themen sprachen, habe ich im Kino den Film One Billion Dollar Baby gesehen, über eine Boxerin, die nach einer schwersten Verletzung im Krankenhaus ihren Trainer anfleht, zum Schluss nur noch in Zeichensprache, sie umzubringen aktiv. Und am Ende des Filmes erstickt er sie mit dem Kopfkissen und verschwindet im Dunkel des Krankenhausflures. Und der ganze Film ist letztlich darauf angelegt zu sagen, dieser Tabubruch war eine gute Tat. Und das sind ja Geschichten, die uns herausfordern. Welche Geschichten erzählen wir? Und deswegen ist es ja klar, dass in der Debatte, Kollege Hinze hat das in der Bundestagsdebatte getan, sehr in dramatischen Einzelfällen gesprochen wird. Und ich nehme das ernst, ist der ein oder andere im Saal, der weiß, wie eng wir auch persönlich befreundet sind und gleichzeitig uns in dieser Frage natürlich deutlich unterscheiden, dass es hier einzelne Situationen gibt, die dramatisch sind. Aber ob es angemessen ist, darauf mit einer Normveränderung zu antworten, diese Frage hat auch etwa Kardinal Marx in einem sehr klugen Interview in der FAZ gestellt und verneint. Denn wie schwer es ist, dieser vermeintlich ein bisschen zu öffnenden Tür, den Spalt nur ein bisschen zu öffnen, wird daran deutlich, dass etwa der Kollege Lauterbach, der mit Kollegen Hinze gemeinsam diese Position vertritt, in einem Interview in der Bild am Sonntag, also mit Quelle und ohne ihm zu nahe treten zu wollen, erklärt, eine solche Situation einer zu Tode führenden organischen Erkrankung sei auch bei Alzheimer gegeben. Und dann reden wir nicht über den einzelnen schrecklichsten Hirn- oder Zungentumor. An Alzheimer haben wir jedes Jahr einen Anstieg um 40.000 Menschen in diesem Land. Und dann fährt in diesem Interview Kollege Lauterbach fort und die Medizinethikerin Schöne Seifert hat dies auch in einem Beitrag in einer Zeitung gemacht, zu sagen, bei Demenz müsste allerdings die Voraussetzung sein, dass die Selbsttötungsbitte rechtzeitig bei klarem Verstand erfolgt. Ich finde, das Bizarre von Ausnahmeregelungen könnte gar nicht deutlicher werden, als in der Aufforderung über den Schock für den Erkrankten wie für die Familie, dass eine Alzheimer-Demenz vorliegt. Gleichsam die Aufforderung mitzugeben, dass jetzt die Uhr läuft, im Hinblick auf eine rechtzeitige Bitte um Selbsttötungshilfe, weil am Ende es möglicherweise nicht mehr klar ist, ob der Wille dies ist. Und man kann dies ja in dem Buch von Tilman Jens über Walter Jens nachlesen, wie die Familie zu der festen Überzeugung gelangt,
dass die vor der Erkrankung geäußerte Wunsch, im Falle der Demenz will ich eine aktive Tötung, von der Familie nicht mehr als bindend betrachtet werden kann, weil Frau und Kinder sagen, wir erleben noch ein so klares Zeichen von Lebenswillen. Andreas Kruse spricht bei Dementen von den Inseln des Selbst, die wir noch erreichen können, dass wir sagen, da liegt ein Lebenswille vor, den wir genauso respektieren müssen, wie das, was vermeintlich rechtzeitig vorgelegt wurde, festgelegt wurde. Und deswegen glaube ich, dass jeder Versuch, Ausnahmen zu normieren, dazu führt, dass es eben eine normale Behandlung wird. Weil sie entweder vor der Frage stehen, in extremer Weise kasuistisch gleichsam festzulegen, wann und in welchem Zeitpunkt darf welcher Wunsch geäußert und dann erfüllt werden, oder letztlich die Tür so weit zu öffnen, dass man sagt, rechtssicher kann allein die Ärztin, der Arzt entscheiden, und damit ist die Tür sperrangelweit auf. Und das liegt in der Natur der Argumentation. Die Kollegen, die dies vertreten, haben im Deutschen Bundestag gesagt, wir wollen Stimme der Mehrheit sein. Die Mehrheit will mehr, als im Augenblick dieser Gesetzentwurf ihnen zustimmt, wenn man vordergründig Umfragen glaubt. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, es mag Einzelfälle geben. Ich sage das im Wissen, dass mancher sagt, das ist nicht konsequent. Doch, es mag Fälle geben, wo Menschen sagen, ihr Gewissen zwingt sie, gegen eine Norm zu verstoßen. Dann ist es Aufgabe der Rechtsanwendung im Einzelfall, schon standesrechtlich, der Frage nachzugehen, ob das ein Normverstoß ist, der beispielsweise eine Approbationsentziehung rechtfertigt. Wenn ich die Alternative wähle, im Namen der Rechtssicherheit die Norm vorher abzusenken, ist es meine feste Überzeugung, wird die Tür einen Spalt aufgemacht, aber sehr bald vollends aufgetreten. Und deswegen, glaube ich, führt dieser Weg in die Irre. Meine Herren, ich glaube, dass wir vor einer nicht leichten Debatte stehen, weil wir wissen müssen, die Mehrheit im Deutschen Bundestag ist das eine. Das andere ist schon, ob beispielsweise die deutliche Mehrheitspositionierung, die wir in der deutschen Ärzteschaft haben, anhält, wie die Entwicklungen in anderen Ländern stattfinden, wie die gesellschaftliche Debatte läuft. Deswegen gilt nicht nur für die Frage des Aufbaus der Hospizbewegung, sondern auch für diese Debatte bis zur Bundestagsbeschlussfassung und darüber hinaus, dass es eine Debatte ist, die die gesamte Gesellschaft immer wieder auch als ein Stück Selbstvergewisserung, was für eine Gesellschaft sind wir, wenn wir welche Form von Begleitung Schwerstkranker und Sterbender wollen, die wir weiterführen müssen, die Sie weiterführen müssen und wo ich glaube, es ist wichtig, dass sich katholische Laien aktiv in diese Debatte weiterhin einbringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich aufs Gespräch.